Hallo, liebe Freunde, willkommen zurück. Oh, ich habe mich gerade instant verlaufen. Zurück zu einer neuen Folge von Friday und mit dabei John Day. McCloud. Yay, heute ist John Day, cool. Ja, John Day, woo. So, mein Lieber, wir haben den Freitag, der 13. Stream überstanden und haben ihn überlebt. War's. Und mir ist nichts Böses passiert, ich hoffe dir auch nicht. Nö, alles super. Perfekt. So, wir hatten ganz lustige Matches mit Becky und der Community. Oh, ja. Die werde ich bestimmt auch nochmal demnächst hochladen. Aber jetzt dachten wir uns mal, so eine frische Folge von Friday könnte nicht schaden. Und, lieber John, es kam immer noch kein Update raus. Ja, die lassen uns da ganz schön hängen. Ne? Die Entwickler haben ja, wie du vorhin schon meintest, ja gesagt, okay, irgendwann April. Aber jeder hat natürlich auf den 13. gewartet. Ist ja klar. Was echt ein bisschen schade ist, ne? Wenn man mal so überlegt. Also ich meine, alle warten war auf den 13. und denken uns dann, ja, Friday, 13th, am 13. ja. Und dann meinten die Entwickler nur so, nein, das haben wir nie gesagt. Wir haben April gesagt und wir hauen das jetzt nicht einfach sinnlos raus. Was ich auch ganz gut finde, weißt du, dann soll man lieber ein fertiges Produkt als ein unfertiges raushauen. Aber, ja, in der Hinsicht natürlich auch sinnvoll, ja. Aber in dem Fall war es halt einfach mega enttäuschend, muss man sagen. Also so richtig krass enttäuschend. Weil wir alle darauf gehofft hatten und gewartet und dieser neue Survivor oder die neue Survivorin, hätte ich mich echt drauf gefreut. Aber ja, es ist nicht so. Es ist nicht so. Ja, schade. Also alles beim Alten hier erstmal. Ja, alles wieder beim Alten, liebe Freunde. Also ich fände es jetzt mal richtig gut. Oh, hallo John. Hallo, wie geht es dir? Hallo! Guck mal, mein Kleid ist doch wunderschön, oder? Ja, du siehst so ein bisschen aus wie eine fette, merkwürdige Biene, aber ist okay. Wie das, also ich bin eine Prinzessin, also wirklich. Ach so, ja, wie eine fette, merkwürdige Biene halt. Oh, jetzt hast du aber meine Gefühle verletzt hier. Oh, soll ich dich einmal zärtlich mit der Axt streicheln im Rücken? Nee, lass mal. Wieso, ist doch nett. Ich dachte, das ist so... Oh... So, ich habe noch keine Karte übrigens und bisher ist auch noch nicht viel passiert. Irgendwie fühlt sich das Spiel... Hier kannst du ja eine holen. Oh ja, das ist gut. Fühlt sich das Spiel für dich jetzt auch schon wieder komplett anders an? Für mich fühlt sich schon wieder an, als hätte ich es jahrelang nicht mehr gespielt. Ja, dabei ist es gar nicht so lange her, ne? Nee, letzten Freitag, das ist wirklich nicht lange her. So, ich laufe dir mal hinterher wie so ein Schatten, wie so ein Stalker-Schatten. Hallo. Okay, da war schon jemand drin. Hallo? Ich muss mir echt Sorgen. Was? Wieso? Ich hab erst gestern, war ich im Kino über so einen Stalker-Typ. Das ist der Film über mich! Das ist eine Biografie meinerseits. Hallo? Ich könnte ja mal gucken. Also, es ist noch nichts irgendwie auf der Karte erschienen. Also entweder laufen die Leute mit den Sachen rum oder keine Ahnung, was zu machen. Mal gucken, ob hier schon jemand war. Hallo, John. Hey. Das war aus Versehen. Da ist mir der Finger ausgerutscht. Nein, komm nicht rein. Doch, ich bin bei dir. Wollt doch schnell das Fenster zumachen. Ich werde immer bei dir sein. Kann man eigentlich Fenster wieder zumachen? Nee, oder? Doch, müsste gehen. Echt jetzt? Mal schauen. Oh, hier liegt die Batterie. Geht. Ich habe die Batterie gefunden. Das heißt, ich grabbe die mir mal. Und dann machen wir Party on the Auto. Was war denn das, wo wir vorbeigerannt sind? Das Vierer oder das Zweier? Ja, das war das Vierer. Ich gehe aus der Tür. Ah, John benutzt einfach immer die Fenster. Ja, Gewohnheitssache. Ja. Ich komme gleich nach, ich gucke mal beim Nachbarhaus. Du kannst mich doch nicht alleine lassen. Ja, aber wenn ich jetzt das Gas finden würde, dann wäre es perfekt. Aber was ist, wenn ich sterbe? Wenn ich jetzt beim Auto mich flachlegen lasse? Also, solltest du nicht tun. Ja, vielleicht nicht. Aber wer weiß, wie flachlegen gemeint ist. Ich glaube, es stehen 0 Fallen bisher. Also beim Vierer steht keine einzige Falle. Ich weiß gar nicht, ob dieser Jason überhaupt Lust hat, irgendwas zu tun. Jason hat auch noch niemand getötet. Nee, ich glaube, der ist AFK. Oh. Jetzt habe ich einmal beim Auto verkackt. Vielleicht kommt er ja jetzt. Thank God, er lag schon fett. Das ist seine Chance. Go, Jason, go, go, go. Ist es fertig? Nee. Also ich bin fertig, ja, aber Benzin fehlt noch. Ach. Was ist los? Und das ist im Zweierauto drin. Oh, ernsthaft? Benzin. Oh. Verdammt. Aber da liegt noch eine Batterie. Ich will aber das Auto nicht machen. Nee, das ist auch so ein bisschen sinnlos irgendwie. Geh mal zu den Häusern da hinten. Ja, warte, Jason ist da. Oh, was? Oder wollen wir Jason kloppen? Ja, bei den anderen hier. Oh ja. Jason Klopping!
John, übertreib's nicht. John, übertreib's nicht. Du weißt, was passiert, wenn du es übertreibst. Alles cool, alles cool. Ja, ja, ja. Ich sehe schon, gleich macht's wieder so. Ah, ich bin tot. Oh. Jason. Oh, jetzt mutierst du zum Stalker. Jason, komm jetzt, ich will dich, Jason, Jason. No, 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 no. Wir könnten ja mal wirklich diesen... Oh nein, er hat einen getötet. Ja, dann geht er weg. Das ist böse da. Genau, kloppen. Ich bin die böse Prinzessin hier. Nein, das ist nicht gut, John. John, du wirst sterben. Ich sehe es jetzt schon kommen. Vor allem, niemals. Ich fände es lustig, wenn wir den Spieß wirklich mal umdrehen würden. Und wir dann quasi der Stalker sind, der hinter Jason herläuft. Wir sind dann der Michael Myers für Jason. Hallo. Yeah. Lass die in Ruhe. So, yeah. Wenn du mal da klopfst, gehe ich hier mal weiter gucken. Vielleicht finde ich ja tatsächlich was, weil hier die hinteren Häuser wurden auch noch nicht anscheinend bearbeitet. Hey, jetzt lass die eine mich im Stich. Alleine kloppen macht keinen Spaß. John. Mädel. Wir wollen ich hab keine Ausdauer mehr. Ja, genau. Oh, ich. Weißt du, die ganzen Vorboten, die ignoriert er einfach. Gleich wird er sterben. Alles gut. Ich bin noch fit. Okay, alles klar. Bisschen... Oh, ich hab Crackers. Ich höre schon wieder jemanden sterben. Stirbst du da gerade? Nein, ich lebe noch. Oh, das war jetzt nicht so geplant. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tu es nicht. Gibst du, ich war so... Oh, das Auto ist repariert. Das Auto ist repariert. Okay. Jetzt bräuchte man halt nur noch die Autoschlüssel, ja. Ich suche... Yes. Hab nochmal betäubt, aber jetzt raus hier. Oh Gott. Ich bräuchte unbedingt Heilung. Oh, John, tu das nicht. Ich gebe zu, ich war ein bisschen aufmüpferig, weil ich zwei Messer habe, aber dass der mich so verletzt, das war jetzt nicht so der Plan. Ne? Ah ja, so kommt's raus, so kommt's raus. Also ich bin mit dem anderen Typen hier hinten noch in diesem letzten Haus, was anscheinend noch nicht durchsucht worden ist. Okay. Heilung, Heilung. Aber wenn ich richtig sehe, habe ich ja... Ich habe Heilung, also wenn du zu mir kommst. Ja, ich glaube, der ruft Tommy gerade. In den Krüppelmodus, das würde lange dauern. Der Typ hat Tommy gerufen. Oh, die hat mich geheilt. Danke! Mann, hast du ein Glück gerade, ey. Das geht gar nicht. Ich habe eine neue beste Freundin jetzt. Oh, was? Wie? Was mit mir? Ja, du bist auch cool. Oh, voll frech jetzt. Voll frech, dafür lasse ich dich sterben. Wir brauchen noch die Autoschlüssel. John, die Autoschlüssel. Ja, ich werde jetzt Jason in Ruhe lassen, ich gehe. Töte doch einfach die anderen, um zu gucken, ob die Autoschlüssel dabei haben. Das finde ich Wenn lustig. Das gehen würde, oh nö, ich bin beim Zweierauto. Ja, warte, da komme ich komme jetzt auch in die Richtung des Zweierautos, okay. Langsam aber sicher. Von unten halt hoch. Vielleicht hat da jemand was übersehen. Mal gucken. Genau, deswegen. Vor allem gerade bei den unteren Häusern. Wo sind denn die Schlüssel hier? Ich laufe unten beim Lagerfeuer. Oh. Was los? Jason kommt. Ich glaube, der ist noch pissy vom letzten Mal. Ich will nicht sagen, dass du es verdient hast, aber du hast es, wenn so verdient. Ach was. Ach was. Raus, raus, raus. Oh nein, hier sind alle Türen offen. Ist aber nicht so cool. Oh, hier steht Jason Heilung kommt. Am Lagerfeuer. Ah. Oh ja, ich habe einen Flach gelegt. Ich habe einen Flach gelegt. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Oh, ein rettendes Haus mit Tür. Was ich glaube, die haben den Schlüssel, weil die tummeln sich da gerade alle ums Auto. Okay. Wow, ich bin im Moment ins Haus gesprungen. Das ist komisch, dass er jetzt Gott. Hinter dir her ist, obwohl die alle beim Auto sind. Ja, ich glaube, der hat ein bisschen Beef mit mir jetzt. Ja, ich glaube auch. Vorhin. So, ich bin jetzt im untersten Haus hier unter dir quasi. Also sie stehen wirklich, das Auto muss an sein. Weil sie sitzen da, glaube ich, alle drin, wenn ich richtig sehe. Wie er bei mir bleibt, ey. Ja, so das Auto, sie, das Auto ist an. Oh Gott, oh Mann. Wieso suche ich denn hier noch? Oh, ich glaube, geht im Auto. Ich habe Cracker, hier, wenn du eins weiterkommst. Ja. Oh mein Gott, war das Ich habe Autoschlüssel, ich habe Autoschlüssel. Oh cool, dann, okay. Dann lass uns versuchen, das Zweier jetzt anzukriegen. Ja, super, ist ja perfekt. So, das heißt, fehlt noch was beim Zweier? Nee, war es auch komplett nö, an. Nö, können wir sofort losfahren. Okay, ich komme. Das wäre der perfekte Moment, weil er ist ja gerade mit dem Vierer abgelenkt. Genau. Wie cool ist das denn? Ja, Mann, sehr gut. War klar, dass hier unten noch Schlüssel sein mussten. Hm. So, ich komme. Komisch, dass man die Fuse noch nicht gefunden hat. Ja, stimmt. Oder wahrscheinlich hat irgendjemand die Fuse mit. Weil ich hatte nämlich das Fuse-Haus gefunden. Okay.
So, ich komme jetzt. Wenn du gleich fährst, dann immer nach links und dann sind wir auch gleich draußen. Okay, sehr gut. Eine Waffe habe ich auch, um dich zu beschützen. Ein Messer habe ich noch. Ich habe auch noch ein Messer, eine Heilung. Super. Mhm. Also, beziehungsweise zwei Heilungen. Okay, wo ist Jason gerade? Jetzt nein! Ernsthaft? Ernsthaft, du Pennlappen, Junge? Ey. Oh Mann! Ich wollte gerade entkommen! Du melden. Lappenkind! Was soll denn das? Oh Mann! Oh, das gibt's doch gar nicht! Das war so schön! Ja! Oh, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Ich wollte gerade das blöde Auto. Ja, weil dir wahrscheinlich. Ja. Ja, wir wären theoretisch auch entkommen. Wahrscheinlich, weil ich ihn davor geärgert habe oder so. Ja, du bist schuld daran, dass er nicht mehr mit uns spielen wollte. Oh, toll. Mann. Dankeschön. Ich wollte gerade so richtig einfach smooth rausfahren. Ich habe mich so gefreut, dass ich mal die Schlüssel gefunden habe. Ah. John. Tja. Ah, ich bleib sogar jetzt. Obwohl, warte mal. Reparieren 6 von 10. Reparieren 8 von 10. Ich glaube, ich nehme mal wieder den lustigen Hippie-Opa. Den Opi. Den hatte ich, glaube ich, länger nicht mehr. So, Opa. Ach Mensch, das ist aber auch ärgerlich in solchen Momenten. Da ärgert man sich wirklich, weil dann hat man wirklich, man hat alles und dann liefen die Jasons. Ist schlimm. Man darf es halt nicht ärgern. Nee. Darf man wirklich nicht. Also, das finde ich aber eigentlich, ne, wenn man es sich so überlegt, ist eigentlich traurig. So, du darfst nicht mehr das in dem Spiel machen, wofür das Spiel eigentlich ausgelegt ist, weil sonst die ganzen Leute einfach wieder rausgehen und sich aufregen. Oder ja, du denkst, das stimmt. Okay. Ich würde gerne Leute einladen, aber es geht nicht. Bei mir, ich kann so lange draufdrücken, wie ich will. Probier's aber mal. Bei mir tut sich gar nichts. Dieses Tool ist so verbuggt bei mir. Ich drücke und drücke und es geht halt nichts auf. Ja, ich habe jetzt wieder 2-3 Leute eingeladen. Mal gucken. Ja, mal gucken, ob die überhaupt dann in unsere Lobby kommen. Ja, Nessa, immerhin Nessa schafft es anscheinend. Oder sie fliegt gleich wieder. Und das ist dieses, sie kommt rein, sie fliegt. Nein, es geht. Hat's geschafft. Immerhin. Hallo. So. Oh, Gruppe voll. Hallo. Alle sagen Hallo. Siehst du? Sehr gut. Oh, ich habe ja jetzt die Voices richtig krass runtergeschraubt wegen dem Stream noch. Muss ich vielleicht auch nochmal wieder hochschrauben ein bisschen. Aber es ist auch mal ganz schön, nicht angeschrien zu werden. Von anderen Leuten. Nicht von unseren Leuten, sondern von anderen Leuten. Die dann immer so. Ja, das stimmt. Und du denkst dann so, okay, ich verstehe, was du willst. Übrigens, in meinem Discord, ja, liebe Freunde, ich habe Discord, wer sich für meinen Discord-Server interessiert, sollte meinem Discord. Ja. In meinem Discord-Server wurde nochmal die Herrlichkeit der Scheune betont, weil die Leute haben dort Zerus Lullaby zum Beispiel, hat dort gespielt und Lydia, glaube ich, hatte davon auch erzählt und sie hatten dann erzählt, dass sie auch nochmal auf Pinehurst auf der Map waren und sich die Scheune angeschaut haben und sich dadurch ihre ganze Welt verändert hat. Ja. Oh Mann, ich will auch mal. Ja, solltest du wirklich dringend auch mal machen. So. Ich bin wieder der Hippie-Opa und ich starte direkt beim Zweierauto. Lecco mio, hier wird 100. Und ich bin die Prügeltante. Foxy? Yeah. Yeah. What does the fox say? Geh weg. Jetzt wird geprügelt. Das ist mein Haus. Oh Mann. Die klauen mir meine Häuser hier. Ist voll uncool. Oh Gott, da ist schon Jason. Really? Jetzt schon? Ja. Ich habe ihn hier schon rumfliegen sehen. Wahrscheinlich ist das Haus neben mir das Fuse-Haus. Ja, wahrscheinlich. Ich trick's ihn einfach mal damit aus. Nee, okay, ich trick's ihn doch nicht aus. Das ist mir zu riskant. Ich wollte jetzt einfach mal die Tür offen lassen, sodass er nicht sieht, dass sie verschlossen ist und dann daraufhin denkt, dass da niemand ist. Verstehst du? Verstehst du diesen geheimen Geheimplan? Aber ich glaube, dieser geheime Geheimplan das kann funktionieren. Ja, aber ich glaube, zum größten Teil ist er für den Arsch. Jetzt, wo er sich hat, sowieso. Ja, jetzt, wo er sich hat, ist alles für den Arsch. Okay, in meinem Häuschen gibt's leider nichts. Bei mir auch nicht. Ab zum nächsten Haus. So, hinter mir ist, glaube ich, wie gesagt, ich glaube, es wird das Fuse-Haus sein. Ich kann es dir gleich genauer sagen. Vitaminka. Ja, es ist das Fuse-Haus. Also da, wo ich jetzt gerade bin, hier bei Camp Hillbrook, das obere der zwei Häuser, ist das Fuse-Haus. Vielleicht habe ich aber erwarten. Auch Glück und ich finde jetzt direkt die Fuse und dann. Sie ist ja oft in der Nähe des Fuse-Hauses, glaube ich. So, erstmal Heilung eingesagt. Toter Hallo, Platte. Toter Mensch. Was hat er gesagt?
Ich hab's nicht gehört. Ich habe nichts gehört. Oh, ich habe die Batterie gefunden. Immerhin etwas. Batterie ist schon mal sicher. Okay, Batterie. Dann bringe ich die aber zum Vierer. Hallo. Ja. Dann bringe ich sie aber zum... Oh, Nessa bringt... Nessa, das ist aber nicht lustig. Da denke ich mir so, yay, guck mal, Nessa ist da. Und dann bringt sie einen Killer mit. What the fuck? Das ist nicht cool. Oder wer bist du? Bist schon wieder mit dem Killer. Sein Ernst jetzt? Mehr. Der Typ, der hier reinkam... Ja. Oh, was ein Arsch. Der Typ, der hier reinkam, versteckt sich jetzt gerade in einem Schrank. Ah, was für ein Held. Ja. So, geh zu dem anderen. So, ich renn mal schon mal weg. Mhm. Soll der doch den Typ im Schrank bekommen, Mann. Such dir doch den Typ im Schrank. So, ich renn mal zum Vierer. Beziehungsweise laufe, renne, wie auch immer. Oh, das gibt's aber auch gar nicht. Die sind wirklich gemein, die Leute. Die kommen extra zu mir, um dann... Oh, cool, das Vierer ist gleich fertig. Wir haben nämlich sowohl Benzin als auch... Oh, nice one. Okay, das geht schnell. Really nice. So, warte. Ich setz ein. Hab. Haben wir noch Schlüssel. Hab. Okay, ist drin. Ist drin. Auto ist repariert. Aha. Cool. Auto ist komplett fertig. Okay, Vierer ist ready. Vierer ist ready. Und... Ah, jetzt, ich sehe euch da schon alle rumturmeln. Ja, und... Hat jemand die Schlüssel? Nee, noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Oh, ich habe die Fuse. Ich habe die Fuse gefunden. Sehr schön. Läuft ja heute. Ja, ja, es läuft nicht schlecht. Also jetzt bräuchten wir nur noch wirklich die Schlüssel und dann könnten wir sofort loseiern. Mhm. Ich glaube, der andere Typ war hier schon drin. Ja, gut, ich, wenn ich ein Messer hätte, könnte ich sogar. Ah, könnte ich die Fuse da hinlegen. Ah. Haben sie es gefunden? Nee, die eine bringt dir noch das Benzin mit. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Let's go to the yellow car, bro. Jason is right behind us. Oh, Jason kommt, Jason kommt. Ja. Jason ist... Hey, what's up? Jason, my brother. So, okay. Ich hoffe, die anderen lenken den jetzt mal ein paar Sekunden ab, weil dann kann ich nämlich zum Fuse-Haus gehen. Okay. Und versuchen, die Fuse einzusetzen. Gut, das Problem ist... wo bist denn du? Ich bin auf der anderen Seite. Okay. Weil ich glaube, da war noch keiner. Ja, sieht ganz gut aus. Ребят, вы куда? Меня ключи. So, weil das Ding ist... Er hat nämlich eine Falle gelegt. Gut, das muss jetzt... Ja, ich muss riskieren. Schnell, 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 schnell. Nein, nein! Oh Gott, ich bin so dumm. Ich habe das Falsche gezogen. Okay. Oh. Ja, die Leute hier. Oh, ich mach mich beeilen. Das Auto ist Sie wollen überfahren, Vorsicht. Oh, nee. Glaube ich jedenfalls. Okay. Ich muss noch jetzt schnell rufen. Ich rufe die Polizei. Trau dem Vierer erstmal nicht, bitte. Ja. Weil irgendwie kam der zu nah ran. Okay. Auch wenn er vielleicht mich mitnehmen wollte. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich mitnehmen wollte, aber ich habe jetzt Polizei gerufen. Gut, dann haben wir ja eine Alternative. Ich will nicht zu diesem Auto rein. Ich habe auch noch die Batterie und gut, das Gas liegt da hinten. Ich will nicht in dieses Auto rein, ich weiß nicht, ob es sicher ist. Ich könnte auch probieren, das zwei für uns fertig zu machen. Okay. Oh, ernsthaft? Was ist denn los? Ich wollte gerade ins Auto einsteigen. Ah, die Jasons von heute, ey. Ah, das ist lame. Zum zweiten Mal. Ja, aber ganz ehrlich, dann sollen sie doch nicht Jason spielen. Klar, ich kann es verstehen, dass es frustrierend ist, aber dann sollen sie doch nicht. Gut, dann spielt ja, keiner mehr Jason, aber... aber irgendwie... Gut, es waren auch wirklich alle am Leben. Das Vierer war fertig, die Fuse war fertig, also das Dings war fertig. Das ist schon... Ja. Ja. Das ist schon echt ein bisschen... Ich kann auch hier niemanden in die Gruppe einladen. Kennst du das? Ich kann hier niemanden einladen. Es ist einfach bei mir, ich klicke rauf wie eine Blöde, aber es tut sich gar nichts.
Ja, es war bei mir diesmal auch ausgegraut. Wow, wer rauscht denn das so? Das habe ich gerade auch gehört, aber irgendwie kein Mikrofon hatte sich bewegt. Hm. Das ist gruselig. Mega, mega gruselig. Ah, hi, Sascha. Hallo Sascha, warte mal, ich muss jetzt mal meine Audioeinstellungen nochmal die Stimmlautstärke. Irgendeine Wunschmap, ich weiß, außer Pinehurst, aber wollt ihr irgendwas ganz Bestimmtes? Nö, suche ich aus. Okay. Aber dieser Hunter 95, der war da auch, aber noch nicht hundertprozentig vertrauen, ne? Also ich weiß nicht, der hatte zwar immer gehupt mit dem Auto, aber er kam sehr nah. Er kam so sehr gruselig nah, könnte man sagen. Sodass ich halt Angst hatte, dass er mich umfährt. Vielleicht ist er auch einfach nur ein schlechter Fahrer, wer weiß. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich traue solchen Leuten. Weil es war wirklich so, er kam direkt quasi zum Fenster hingefahren, gerade als ich reingestiegen bin. Ja, das okay, war schon das so ein klingt... bisschen, vielleicht wollte er wirklich nur nett sein. Ich meine, ich wäre ja dann auch eingestiegen. Wollte ich am Fenster gleich abholen, ja. Ja gut, aber er hat nicht zurückgesetzt, als ich hinter seinem Auto war. Also vielleicht war er wirklich netter. Niemand weiß es, aber das ist trotzdem ein bisschen gruselig immer, dieser Moment. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach ja, es ist so schön. Das Spiel ist so ein Meisterwerk in Leute umfahren. Aber wobei, wir sind ja jetzt wieder ganz nett geworden, muss man sagen. Ja, eigentlich schon. Das ist ja alle 50 Parts oder so, haben wir halt mal unsere Aussetzer und so. So, John, du musst mal ready machen. Oh, sorry. Du bist der Letzte. Und ich spiele wieder den Hippie-Typen. Den Hippie-Hoppie-Hippie-Hop-Typen. Käfer-Obi. Ja, Mann, ich mag den Käfer-Obi. Der ist der Beste. Ich finde, den neben AJ ist wirklich der Coolste. Ich meine, jetzt wird ja jetzt, also ich schätze mal, nächste Woche spätestens wird das Update kommen. Hoffe ich einfach mal. Ja. Aber ich bin gespannt auf die neue Survivorin, die ja ähnlich sein soll wie unser Justus Jonas. Ja, schauen wir mal, ne? Dip, dip, dip. Das gemeine Pack-a-Neck. Pack-a-Neck. Ich mag Pack-a-Neck. Nicht immer, aber zwischendurch. Ich meine, wenn wir es 20 Mal hintereinander haben, mag ich es dann auch irgendwann nicht mehr. Aber ich finde es immer gut, wenn wir verschiedene Maps in einem Part haben. Nicht immer nur die gleiche. Ja, sowieso. Ah, oh, es lädt bei mir. Bei dir auch? Alle laden sie noch, ja. Ja, bei mir auch. Oh Gott, das Spiel ist kaputt. Oh Gott, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir schon... Ich glaube, das Spiel dachte gerade so, was, ihr redet schon über die neue Survivorin? Und dann ging es in die Luft auf. Also, ging in Luft auf, ja. Ist kaputt. Ist tot. Wird nie wiederkommen, John. Man darf über das neue Update nicht reden. Nein, anscheinend nicht. Es ist verboten. Ah, jetzt. Oh, ich bin geladen. Und ich habe einen Ping von 500, 400. What the fuck? Läuft. 36, okay. Oh Gott. Wahrscheinlich hatte einer... Oh Gott, was ist denn da jetzt los? Einer hat, glaube ich, eine mega Bambusleitung. Oder die Server sind einfach mittlerweile voll RIP. Stell dir mal vor, da muss ich halt sagen, hat Friday auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber Dead by Daylight. Stell dir mal vor, hier wäre der Ping bzw. die Latenz, also alles im Spiel, auch abhängig von der des Killers. Oh Gott, das wäre so furchtbar. Da könnte man wirklich dann richtig trollen. Da würde ich dann permanent irgendwelche Downloads im Hintergrund anhaben, damit ich sie alle kriege. Das wäre ja übel, ey. Ich weiß, ich bin kein netter Mensch. So, ich bin in der Nähe des Haupthauses gestartet. Ich bin Justus, ich bin auch beim Haupthaus. Justus, so Jonas, oh, dann machen wir so ein romantisches... Ich habe ja gesehen, auf YouTube ist es jetzt voll in letzter Zeit. Anscheinend so, RP, also Roleplay-mäßig irgendwie irgendwelche Stories zu machen. Ja. Und das, dann machen wir die Love-Story zwischen Justus Jonas und ich habe das Benzin, aber ich habe auch mega laute Musik. Was ist hier los? Okay. Dann machen wir die Love-Story zwischen Justus Jonas und der Neuen, die ja sehr ähnlich sein sollen. Hey, oh. Ja, die passen ja dann bestimmt super zusammen. Kommt bei mir jemand rein oder beim Nebenhaus? Hier rennen mir viel zu viele rum, ich gehe. Ah, beim Nebenhaus ist gerade die Action. Ich glaube, das liegt daran, dass... Ah, bei mir ist die Action. Okay, ich renne mal zum Haupthaus, weil ich habe das Benzin. Okay, Jason ist da. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Rette mich. Ha! Da sitzt er. Ist er da genau da vorne bei dem Auto? Ich bin hier. Ja, Vorsicht. Lass ihn in Ruhe. Ich habe das gerade gar nicht mitbekommen. Ne? Ich bin einfach zum Auto gerannt und dann habe ich nur gesehen, oh, da hockt jemand. Wer hockt denn da?
Sehr gut, John. Hau ihn, hau ihn. Mann, bin ich in Prügellaune. Sehr gut. Nutze das, nutze das. Ich werde in der Zeit versuchen, das Benzin einzubauen. Lass ihn Ruhe. Sehr gut. Beim Benzin hat er nämlich noch keine Falle legen können. Nice. Schon wieder flach gelegt. Yeah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ist drin, ist drin, ist drin. Benzin ist drin, Benzin ist drin. Nice, 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 nice. Jetzt geht er. Ah, ne, jetzt will er mich abschießen. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Das so. Kannst du vergessen. Ich habe hier alles dabei, was ich brauche. Habt ihr das Haupthaus schon abgesucht? Ja, das ist gecleant. Okay. Nein! Bam! John McCloud möchte heute ausrasten. Das macht voll Spaß. Schade, ich dass weiß. Es nicht immer Punkte gibt. Da, ich hab die Batterie. Ich sehe sie. Ich glaube, er kommt zu dir, oder? Nee. Ah, doch, er kommt zu mir. Doch. Wir kommen. Na, du bist gar nicht beim Vierten, doch. Opi, halte durch. Opi hält durch. Heilt sich. Alles gut. Gut. Da oben liegt die Batterie. Siehst du sie? Auf der Map? Ja. Vorsicht, er wirft. Oh, mein Freund. Karate, mein Freund. Karate, musst du sagen. Karate. So was, Vorsicht. Nicht, dass du da jetzt... Ah! Er will uns, er will uns. Okay. Oh, Vorsicht. Ein bisschen abseits jetzt. Oh mein Gott, sie hat die eine getötet. Oh nein. Kaum bin ich mal nicht da. Ja, du bist schuld, weil dein Baseballschläger hat gefehlt. Ich bin schon wieder dezent verletzt. Okay, wir müssen da oben das... Zur Batterie, komm, genau. Dann gehen wir alle zusammen zur Batterie. Ja. Nicht stolpern, Justus Jonas. Sei stark. Ich habe jetzt leider auch schon meine Heilung rausgehauen. Ja, ich habe noch eine zur Not. Okay, gut. Ich habe halt nur so ein billiges Kackmesser, das braucht halt keiner. Das ist so ungewohnt, wie schnell Justus läuft. Das ist, wenn man immer die langsamen Charaktere spielt, ist voll krass. So, warte, ich grabbe sie mir. Das Ding ist, wir bräuchten, ja, irgendeiner von uns muss dann halt in die Falle rennen. Ich hätte ein Messer. Okay, dann lass uns das so lieber machen. Oder ich renne lieber in die Falle und heil mich. Na, mir, na gut, aber dann, ja, dann weiß das halt. Aber gut, ich kann relativ schnell reparieren. Warte. Ja, vielleicht hat Messer was. Ja. Ah, nice. Nice, Nessa. Er kommt, aber versuch's durchzuziehen. Ja. Okay, ich mach's. Ja. Shit. Einmal verkackt, aber egal. Ganz ich hab's cool, trotzdem. Ganz hab's cool. Trotzdem. Hab's. Okay, gut. Nice. Jemand Schlüssel? Nein. Ich glaube, das fehlt noch. Okay. Oh, jetzt brauche ich aber irgendeine Waffe. Irgendeine Waffe. Irgendeine Waffe. Er ist okay. Weg. Nee, nee, er wuscht. Wo wuscht er sich denn hin? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Okay, suchen wir Schlüssel. Oh, nein, er ist drin, er hat Stalk-Modus an. Er war hier okay, drin. Okay, okay. Er hat Stalker. So, ich lenke ihn jetzt ab mit guter Musik. Stirb an der Musik. Okay, wir brauchen Schlüssel. Er lief gleich wieder. Oh nein, nicht, dass er... Ja, stimmt. Ah, er ist bei mir. Nein! Ah, ich konnte mich nicht herausfinden, ganz knapp. Aber er killt mich gerade. Aber vielleicht komme ich jetzt schon wieder. Nein, nicht schon wieder. Immer ich. Ich armes, kleines, unschuldiges Wesen. Aber vielleicht komme ich direkt als Tommy wieder, weil einer das Auto ist fertig. Ja, oh, nice. Jemand fährt. Ach, Sascha fährt. Voll. Nee, ein Platz wäre noch frei. Bams. Sehr gut. Lass fahren. Ich glaube, das schaffst du nicht mehr. Nee. Ich glaube ihn nochmal. Ja. Kein Problem. Ein. Oh, ich komme als Tommy. Geil. Tommy ist am Start. Und wie hat Becky, John hat sie ihn genannt, ne? John Rambo oder so, glaube ich, hatte sie ihn sogar genannt. So, John Rambo. Ah, John, ja, genau. Okay, ich sitze im Auto. Sehr gut. Ich laufe und laufe und laufe. Ich komme leider ganz, ganz hinten raus. Oh, fuck. Das sieht nicht gut aus, was ich da mache. Scheiße. Bist du tot? Nur nix. Nee, ich habe nur einen Unfall gebaut. Blöde okay, Kante. Oh nein. Ah, ich habe ja ein Messer. Bin bei Flat Rock. Oh, jetzt Gott. Will ich nicht mehr fahren. Jetzt bin ich demotiviert.
Es dauert noch ein paar Sekunden, dann kann ich kommen. Ich will ja prügeln. Ah, Kati Jarvis. So, ich bin auch wieder da, ich bin auch wieder da. Oh nein, es Annette ist jemand anders, der gerade stirbt. Mist. So, zeig dich. Oh, wir haben die Maske. Wir haben die Maske ab. Ja. Oh, warte mal. Oh, oh warte Gott. Mal. Kriegen wir das hin mit dem Kill? Hab grad Sascha gerettet. Hast du gesehen, Kati? Die Maske. Ja. Ich weiß nicht, ob wir noch ein Mädchen lass haben. Lass mal suchen gehen. Lass mal killen. Bei der Hauptstraße ist er. Haben wir noch ein Mädchen? Ja, ja, Nessa ist noch da. Okay. Dann los. Shit, Sascha stirbt gerade. Egal, wir opfern jetzt Sascha für den höheren Zweck. Ja, jetzt muss ich noch irgendwie hier entkommen. Aber gut, sucht ihr mal. Ja, ich glaube... wir haben eigentlich theoretisch alles. Wenn wir in dieser Hütte von Jason ankommen, haben wir sowohl den Pullover als auch einen scharfen Gegenstand. Nessa okay. hat was zum Betäuben. Oh, jetzt hat er mich. Ich bin down. Hat sich ausgeprügelt. Okay, gar kein Problem. Aber wir sind gut. noch. Wir schaffen das. Jetzt kriegen wir hin. Das waren schon die einzigen, ne? Er ist da. Okay, run. Ja, das könnt ihr jetzt schaffen. Oh, nice. Gut gemacht. Also sehr gut. Okay, denk an die Taste. Ja, E. Das kommt schon. Sinn hier. Es sei denn, er ist feige. Er ist 100 pro feige. Ja, ist er abgehauen? Oh, ah, ne, da ist er. Nein, da ist er. Okay. Er wartet direkt vor der Tür. Hm. Da ist er. Er ist bei Nessa. Fuck so, you! Vielleicht der Moment. Sie rennt raus, sie ist bei mir. Ho, was okay. machen wir? Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich geht's in der Hütte nicht. War ja beim letzten Mal bei den beiden auch verbuggt. Echt? Ach so. Ja. Als sie es im Stream in der Hütte probiert haben, ging's nicht. Er ist da, Vorsicht. Jason. Großer Moment. Oh, komm schon! Es geht nicht! Es geht nicht! Das gibt's doch nicht! Och Mann! Das ist doch unfassbar! Drecks Bugs, ey! Fuck, Mann! Oh mein Immer Gott! Immer diese Bugs bei Fry. Das gibt's nicht, ey! Ohne Scheiß, das ist doch jetzt Kacke! Komm, lass zum Auto! Gott, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, ey! Das ist so gemein, das ist so unfair! Mhm. Oh Gott, ich stirb. Nein. Haha, ich hab mich ins Auto gepackt. Was ist denn da los? Aber ich kann... Er holt mich direkt raus. Lol. Irgendwie ins Auto gepackt und irgendwie dann doch nicht. Oh, das ist doch... Das ist jetzt aber echt ein bisschen unfair, muss man mal sagen. Das ist auch so ein Kinderschuhbug einfach. Oh Gott. Was ein Drama. Mega traurig. Das ist wirklich mega, mega traurig. Hm. Oh Gott, ich laufe gegen den Baum. Lol. Hallo. Im Kreis. Im Kreis. Leider habt ihr noch ganze 10 Minuten. Ja, das wird halt so nichts. Schauen wir mal. Das ist ein toller Pack. Ja, Nessa hat keine Waffe mehr. Aber du hast es geschafft. Ja, das Problem ist, ich hänge genau bei diesen Dings hinten fest. Kann ich dich grappen? Ja, sehr gut, aber... Oh mein Gott, Tommy ist gar nicht im Auto drin. Das sieht so dämlich aus. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, wo ich bin. Du stehst voll nebenan, also neben dem Auto fährst du quasi mit. Das sieht so bescheuert aus. Sehr gut, so muss Nessa. Oh Mann. Nessa, komm. Wie bescheuert, ey. Komm, steig ein. Wie Tommy da einfach einen Meter links vom Auto steht. Oh, shit. Nein, Party, fahr. Okay, fahr in die Freiheit. Du bist die Letzte. Tut mir leid. Oh mein Gott. Heute bist du mal der Tommy-Arsch, so. Ja, heute bin ich mal der Tommy-Arsch, aber sowas von, ey. Aber ich der kriegt mich auch noch. Der Weg ist so weit. Das schaffst du. Nee, ja, doch. Oh mein Gott, nein! Was? Wow. Ernsthaft? Was war das für ein... Aber er kann mich nicht rausgraben. Holy shit.
Ich glaube, es ist verbuggt. Musste. Ist mega broken. Ja, das sieht doch total bescheuert aus, weil. Jetzt durchziehen. Ich kann mich gar nicht grabben, oder? Ich glaube, er kann mich überhaupt nicht grabben. So ein Bug-Game, ey, jedes Mal. Aber ich sitze im Auto drin. Nee, du, also bei mir, du fährst immer noch mit dem Auto einen Schritt nebenan und das. Also bei mir war gerade, bei mir, ich saß gerade am Ende noch, also ich saß schon drin, aber immer, ich hatte immer meine Waffe in der Hand. Ich habe gesehen, dass du neben dem Auto gestanden. Ja, bei euch schon, bei mir nicht. Das war mega komisch. Ich glaube, das war mega broken. So ein Spiel. It's time to come home now. Oh. Erst bin Jason Kill und dann noch du neben dem Auto. Alles kaputt bei dem Game. Alles kaputt bei dem Game. Oh, ja. Das ist ein guter Moment, um jetzt Schluss zu machen, weil sonst wird noch alles kaputter. Oh, ich bin so ein Bug-User im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, ja. Meine Lieben. Dann würde ich aber mal sagen, wir beenden diesen Part an dieser Stelle und sehen uns dann in der nächsten Folge von Freitag der 13. wieder. Und bis dahin verabschiede ich mich und John sicherlich auch. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss.